Und wir kommen jetzt auch schon zu Georg Dornauer. Wir haben mit größter Spannung das Statement jetzt verfolgt. Es geht, wir werden das heute noch mal gut analysieren, um ein Jagdskandalfoto, könnte man sagen, oder? René Benko im Hintergrund, man die Frage. So sagen, man kann es so sagen, ja. Die René Benko im Hintergrund, teilweise ein Waffenverbot, das ja ausgesprochen wurde. Wer hat wirklich geschossen? So viele Dinge, die ungeklärt sind. Und jetzt haben alle gedacht, er trete zurück. Naja, teilweise, oder? Wie hast du das Statement heute aufgefasst? Was ist der aktuelle Stand der Dinge? Also ich glaube, für Georg Dornauer ist es schon eine Riesenhürde, die er da genommen hat, weil er dürfte sich seit Montag, seit dieses Foto aufgetaucht ist, und das ist natürlich ein waschechter Skandal, ich rede jetzt nur von den politischen Implikationen, ich rede jetzt gar nicht von den rechtlichen, weil das müssen andere beurteilen, aber als Sozialdemokrat mit René Benko jagen zu gehen, das geht sich einfach nicht aus. In keiner politischen Welt geht sich das aus. Dornauer hat immerhin bis Mittwoch gebraucht, um zu verstehen, dass es sich tatsächlich als Landeshauptmann-Stellvertreter nicht ausgeht und als Vorsitzender der SPÖ in Tirol nicht ausgeht. Davor gab es natürlich etliche Gespräche. Der ÖVP-Landeshauptmann Matle hat ihm schon erklärt, eigentlich geht sich das auch in der Tiroler Landespolitik nicht mehr aus. Es hat die Innsbrucker SPÖ, die schon länger keine sonderlichen Fans von Dornauer waren, ihm das Vertrauen entzogen. Das heißt, er hatte auch gewusst, weil er hatte ja vor, diese Vertrauensfrage zu stellen, er wusste, dass er das nicht mehr gewinnen kann. Also ich glaube, das hat er am Anfang falsch eingeschätzt. Er macht jetzt diese Mittelversion, er zieht sich zwar aus der Spitzenpolitik zurück, behält aber sein Landtagsmandat, das kann man ihm ja auch nicht nehmen. Aber man muss dazu sagen, dass er jetzt sicher auf Verrätersuche geht, von wem wurde dieses Foto rausgespielt. Nur dass sehr viele Rote im Besitz von solchen Fotos sind, wage ich persönlich zu bezweifeln. Jetzt stellt man sich natürlich generell oft, wenn irgend sowas ins Tageslicht kommt, oder wie eigentlich erinnert mich an Chats, warum schreibt man gewisse Dinge, warum macht man ein Foto, das sich oft sicher fühlt. Ist es das einfach wirklich? Man denkt wirklich, man geht nicht davon aus, dass das gerade so eine Position gegen einen verwendet werden ehrlich könnte? Wie gesagt, aus meiner Erfahrung ist es immer so, dass die Leute sich zu sicher fühlen. Dass sie glauben, mir kann das nicht passieren, mir kann nichts passieren. Und es ist so ein bisschen eine Grundattitüde des Anything Goes. Und mir hat das ein Sozialdemokrat zum Dornauer gesagt, er hat gesagt, man muss ja bedenken, was Dornauer sich im Laufe der Jahre alles geleistet hat. Das war ja nicht die erste Causa, das war ja für die SPÖ, hatte der sich ja sexistische Geschichten geleistet und öffentliche Machtkämpfe und ich weiß nicht was. Und natürlich denkt man sich dann irgendwann einmal, naja, was soll mir schon großartig passieren, und man darf diese Geschichte nicht vergessen, die ja zum Waffenverbot geführt hat. Ja. Das mag in manchen Kreisen als lustig gelten, aber es ist nicht lustig, eine Waffe im Auto ungesichert zu haben, weil es können Falsche dran geraten, und wir wissen das aus den USA, da töten teilweise Kinder unabsichtlich, weil sie einfach an Waffen kommen. Und das mit offenem Fenster, muss man sich vorstellen. Also so jeder hätte einfach das sehen können. Das wäre super. Ja? Es hätte auch immer Wahnsinn, ein Kind, ach wie lustig, und dann ist das kleine Geschwisterchen tot. Das geht in den USA, sehen wir das, wie rasch das gehen kann, und das brauchen wir hier wirklich nicht. Und deswegen sollte man verstehen, nein, solche Sachen sind keine Petitesse. Jetzt sagt er, er hat nicht selber gejagt. Gut, die sich beim Jagen auskennen, sagen, das Foto passt aber überhaupt nicht dazu. Dann gebe ich gejagt. Diesen Hut niemals weitergeben. Genau, das sagen Jäger, ich bin da auch kein Jagd-Insider, aber wie auch immer, also es ist einfach das Äußerl zu viel gewesen. Offenbar war das der maximale Kompromiss, der möglich war, dass er eben sein Landtagsmandat behält. Man muss dazu sagen, er ist sehr jung in die Politik gekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob er einen angestammten Beruf hat. Das ist wahrscheinlich auch alles nicht so easy cheesy. Jetzt wollte ich nämlich gerade fragen, was wäre denn sonst, weil er klammert sich jetzt natürlich sehr daran, was wäre sonst die Option? Wie könnte es für ihn sonst beruflich weitergehen? Ich weiß nicht, vielleicht in der Partei ist
einer seiner Freundinnen, der Postfaschistin aus Italien, keine Ahnung, vielleicht haben die da weniger Berührungsängste mit solchen Problemen. Nein, Spaß beiseite. Es ist ja durchaus schade um ihn, weil er ist ja durchaus ein Talent. Das kann man sagen. Er ist ja auch lustig und alles. Und ich verstehe das, aber das sind halt Menschen, weil ich meine, er ist Anfang 40, das ist nicht Anfang 20. Und es gibt Menschen, die kennen diese Grenze nicht und er hat diese Grenze einfach einmal zu oft überschritten. Und ich glaube, dass es auch einen Schaden für die gesamte SPÖ ausgelöst hat, weil natürlich das Ganze jetzt, auch wenn er einer der Hauptkritiker von Andreas Babler war, also man kann George Dornauer nicht dem Andreas Babler zur Last halten, aber trotzdem wirkt es halt so, schon wieder ein SPÖ-Landesvorsitzender, der gehen muss. Manche sind von sich aus gegangen, weil sie nicht mehr wollten, andere mussten gehen, wie auch der Linzer SPÖ-Bürgermeister Luger. Zwei andere sind aus eigenen Stücken gegangen, weil sie nicht mehr wollten. Das Ganze wirkt natürlich für die SPÖ nicht gut. Und dieser Heliflug am Gardasee hat es nicht besser gemacht. Ne? Man muss ja wirklich sagen, man vergisst immer, glaube ich, manchmal, in welcher Position man ist, was man repräsentiert, zumindest nach außen, wenn es eh schon nicht, oder? Also, dass sie ein anderes Leben führen als dann wirklich der Bürger draußen, der wirklich kämpft jedes Monat, ist natürlich eh klar. Nein, nicht alle. Es ist nicht jeder ein Dornauer. Also ich sage das jetzt der Fairness halber dazu, egal, es gibt in allen Parteien Leute wie ihn, die glauben, anything goes. Und ich glaube ihm sogar, dass er wahrscheinlich gar nicht versteht, was daran so schlimm sein soll und nicht versteht, na, wieso sein Tiroler Spezi, der René Benko, warum soll er nicht mit dem auf die Jagd gehen? Naja, weil der normaler Milliardenplätier ist, er in bislang Landesregierungsmitglied und sich das alles nicht ausgeht, wenn es da Ermittlungen gibt. Aber es gibt auch in allen Parteien Leute, die sowas nicht machen würden. Und die schon auch relativ normal leben. Das müssen wir der Fairness halber dazu sagen. Relativ zumindest. Wie glaubst du, geht es jetzt weiter? Es wurden jetzt ein paar Namen genannt, vor allem einer. Wäre das eine gute Besetzung? Da gibt es noch andere Kandidaten, wo man vielleicht glaubt, das könnte auch noch eine Option sein. Es wirkt schon, dass er das machen soll. Der dürfte quasi eher Schiene seriöser sein. Ich glaube, dass sie jetzt auch danach trachten müssen, da mit der ÖVP in Einklang zu sein. Und das dürfte dann von Matle, das dürfte mit Matle auch zusammenpassen. Also ich denke das schon. Und mittelfristig wird es vielleicht dann irgendwann einmal die Frau Mayer, die Vizebürgermeisterin von Innsbruck, also das wird man dann schon sehen. Aber ich glaube, jetzt einmal kurzfristig, ja. Wie glaubst du, sind die Reaktionen jetzt, wenn man die hören könnte, auf die Reaktion, dass er weiter im Landtag bleibt, Georg Dornauer? Ich glaube einerseits nicht gut, aber andererseits glaube ich, weil ich weiß, in der SPÖ waren sie schon sehr nervös, also zumindest jenseits von Tirol, ob er sich überhaupt zurückzieht. Die waren sich ja nicht sicher, ob am Ende diese Vertrauensfrage vielleicht für ihn ausgeht. Das ist jetzt auch ein bisschen, ich fand das von Anfang an ein bisschen unfair den Tirolern gegenüber, weil so, das klingt so ein bisschen, naja, dieses Bergvölkchen, wer weiß, wie die ticken. Und nein, es war schon am Montag klar, dass auch in Tirol sich sowas nicht ausgehen kann. Kann man das allgemein umlegen, manchmal auf gewisse Situationen in der Politik, dass wenn eigentlich alle sagen, es müsste jetzt wirklich der Rückzug da sein, man müsste einfach aufgrund gewisser Dinge einfach zurücktreten und es passiert aber nicht. Das ist ja nicht das erste Mal, oder, dass sowas vorkommt, dass man sagt, aber ich möchte den Posten behalten. So soll es ja eigentlich nicht sein, oder? Muss man tatsächlich sagen. Das ist in Österreich, ist die Schmerzgrenze eigentlich seit jeher offenbar immer viel größer als in anderen westlichen Demokratien, das muss man dazu sagen. In anderen Ländern wäre natürlich schon am Montag der Rücktritt und zwar der komplette Erfolg. Das muss man dazu sagen und da gab es genügend, wir haben das gesehen auch beim Linzer Bürgermeister Luger, wo sich auch jeder gedacht hat, der wollte ja auch nicht und dann hat er auch irgendwann verstanden, das geht sich nicht mehr aus. Wir haben das bei mehreren ÖVP-Lern gehabt, wir haben das auch beim Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz gehabt. Das dauert dann immer, das gibt einen gewissen Druck von anderen. Das ist an sich nicht gut, aber das ist quasi Tradition hier. Und eigentlich
Ist das erst in den letzten Jahren überhaupt besser geworden, dass Sie wenigstens semi zurücktreten und am Ende dann ganz zurücktreten? Weil ganz früher haben Sie sich eingebildet, Sie bleiben einfach. Finde ich auch herrlich eigentlich, oder? Also das, ja, aber gut, ist auch ein ganz eigenes Pflaster, oder? Beruflich betrachtet muss man ja tatsächlich sagen, man weiß nie, wann man weg ist. Dennoch viele, oder? Also so ganz weg ist. Dennoch viele sind, dann kriegen dann doch irgendwo noch Unterschlupf, oder? Kann man das auch so ausdrücken, Isabel? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, er ist natürlich mit 41 noch jung. Ja. Das heißt, er hat ja da Optionen. Er hat auch kein Kapitalverbrechen begangen. Das müssen wir auch dazu sagen. Wir müssen das jetzt in Relation halten. Wenn sich etwas politisch nicht mehr ausgeht, heißt das nicht, dass ein Mensch für immer und alle Zeiten zu verdammen ist. Also ich glaube schon, dass er noch Optionen haben wird, aber für ihn ist es natürlich bitter, weil er hätte, sollte diese schwarz-rot pinke Regierung tatsächlich zustande kommen, was wir ja noch nicht wissen, hätte er sehr, sehr gute Optionen gehabt, Minister zu werden und nach Wien zu wechseln und ein entscheidendes Sicherheitsressort zu erhalten, nämlich das Verteidigungsressort. Ich glaube, das hätte ihm sehr zugesagt. Das ist jetzt natürlich over and out. Das heißt, es macht die ganze Sache für ihn noch bitterer, weil wenn du knapp vor diesem wirklich großen Sprung bist, da kann sich ein bisheriger Kollege von ihm freuen, nämlich der SPÖ-Landeschef von Niederösterreich, dessen Chancen jetzt weit höher sind, dass er dann ein Regierungsamt erhält, weil die waren beide quasi in der gleichen Fraktion, nämlich pro Hans-Peter Doskozil, und man konnte nicht davon ausgehen, dass Andreas Babler lauter pro Doskozil Leute in sein Team holt, aber einen zumindest sicher. Also das ist damit natürlich hinfällig. So schnell kann es eben gehen, muss man tatsächlich sagen, oder? Vielleicht auch noch ganz, bleiben wir noch beim Thema SPÖ. Heute gab es ja von Rudi Fuchs hier eine Pressekonferenz, die fand ich übrigens auch spannend. Ganz viel Antikorruptionsplan, Maßnahmen, die er aufstellen möchte. Teilweise auch, man kürzt die Förderungen bei der Presse, wenn Fake-Meldungen gesendet. Also er nimmt sich viel vor. Was ein typischer Rudi Fuchs. Ich habe den Rudi Fuchs heute um 21 Uhr bei mir in der Sendung auf ÖE24. Also ich werde ihn dann noch genau fragen, weil es ist natürlich sehr viel typisch Rudi Fussi. Wir werfen ganz viele Bälle in die Luft. Ein Teil klingt auch gut, aber da muss man mal schauen, wie der Reality-Check dann am Ende wirklich ausschaut. Mhm. Was er getan hat, ist mit ziemlich vielen Experten zu reden, auch mit eben Antikorruptionsexperten. Das ist alles schön und gut, aber im Moment agiert er ein bisschen sehr gönnerhaft gegenüber seiner eigenen Partei. Mhm. Ob er damit sehr viel Unterstützung zustande bringt, wer weiß. Aber natürlich, diese Affäre Dornauer ist vielleicht jetzt wieder Wasser auf den Mühlen der Rudi Fussi-Anhänger, wer weiß. Mhm. Wer sind denn offiziell die Rudi Fussi-Anhänger? Gibt es da klar eine Bekennung dazu? Nein. Oder? Nein, oder? Nein, also es gibt keine einzige Landesgruppe der SPÖ, die sich zu ihm bekennt. Also man weiß, er war in der ganzen Mitgliederbefragung und vor dem SPÖ-Parteitag bekanntlich für Hans-Peter Doskozil. Er hat sicher in die Richtung die besten Beziehungen. Er hat sicher zu Teilen der SPÖ in Niederösterreich und natürlich zu Max Lercher, dem ehemaligen Wahlkampfleiter von Hans-Peter Doskozil und ehemaligen Bundesgeschäftsführer von Christian Kern, exzellente Beziehungen, dass die ihm dann auch irgendwas checken, kann sein, aber wirklich offiziell, dass da jemand hinter ihm stünde, das erkenne ich nicht. Persönlich befreundet ist er mit Christian Kern, aber auch der dürfte mit dieser Kandidatur reichlich wenig zu tun haben. Eben, drum eben die Sache, warum tut er das? Warum vor allem jetzt nach dem Wahlkampf, was erhofft er sich wirklich davon? Ich glaube, dass er der Meinung ist, schon die ganze Zeit, dass er die SPÖ tatsächlich besser aufstellen könnte als alle anderen, die es bislang gemacht haben in den letzten Jahren. Aber es gibt natürlich andere, die immer noch der Meinung sind, er wäre tatsächlich die Vorhut dann für jemanden,
jemand anderen und dann speziell für Christian Kern. Wir werden sehen. Mhm. Abschließend noch ganz kurz, weil heute Sondierungen sind, vielleicht einfach nur ein kurzes Statement von dir. Was sagst du dazu? Jetzt ja, ist es ja ein Dreiergespräch geworden. Auf jeden Fall, man hat es eh schon abgesehen. Oder es war eigentlich man hat es gewusst. Ja. Ja, die Grünen wurden offiziell ausgeschlossen. Mhm. Haben das auch nicht so ganz gut, glaube ich, aufgenommen. Aber war auch abzusehen. Aber oder haben sie auch gewusst? Wir haben es wiederholt. Absolut, hier von oder? Anfang an gesagt. Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen zugezogen werden, war wirklich verschwindend gering. Ja. Man wusste, dass es am ehesten um Schwarz-Rot-Pink geht. Das ist auch der große Unterschied zu Deutschland, wo es ja eine Rot-Grün-FDP-Regierung gibt. Also man wollte auch nicht an irgend sowas erinnern. Wie das jetzt wirklich funktionieren wird, das werden wir erst sehen. Also was wir wissen, ist, dass jetzt die NEOS überhaupt auf den Tisch gerufen wurden, zeigt natürlich, dass Schwarz und Rot doch relativ viele Gemeinsamkeiten gefunden haben. Mhm, sonst hätte es jetzt dieses und jetzt zu dritt nicht gegeben. Das hatte man mir auch im Vorfeld signalisiert. Also da dürfte man doch weiterkommen. Ob sie dann wirklich den großen Durchbruch zu dritt schaffen, sie haben nicht sehr viel Zeit. Also sie müssen meiner Meinung nach vor der steirischen Landtagswahl zumindest ein, zwei Projekte lancieren können, wo sie sagen, okay, wir haben ein Leuchtturmprojekt, keine Ahnung, für leistbares Leben und eines für die Wirtschaft oder eins für Gesundheit und eines für Leistung muss sich auszahlen. Also keine Ahnung, aber es müssen zwei Bereiche sein, die du rechtzeitig quasi vor der steirischen Landtagswahl präsentierst, weil, und davon können wir ausgehen, die findet am 24. November statt, da wird Mario Kunasek, der FPÖ, Spitzenkandidat, vor einem ziemlichen Triumphzug stehen. Und ich glaube, dass er, man darf nicht vergessen, die FPÖ ist bei der Nationalratswahl in der Steiermark bereits auf 32% gekommen. Man kann davon ausgehen, dass sie bei Landtagswahlen sogar noch höher liegen.